Ja, willkommen hier auf der Future Stage. Es geht natürlich um das Thema der Maker. Maker beschäftigen sich oft mit sehr kleinen individuellen Projekten. Und ein Aspekt, der an vielen Stellen dann ganz einfach vorausgesetzt wird, ist die Infrastruktur. Und gerade die Infrastruktur ist natürlich oft was, ohne die geht's einfach nicht. Es muss vielleicht viel gemessen werden, um dann im Zweifelsfall mit seiner glanzvollen Idee auch wirklich sein eigenes Projekt umsetzen zu können. Ja, München natürlich als IT-Standort und Innovationsstandort, nicht nur in Deutschland, sondern auch über die deutschen Grenzen hinaus, macht da natürlich auch einiges. Ja, und Wolfgang wird uns jetzt vorstellen, was München im Bereich des IoT-Infrastrukturaufbaus alles macht und ja, wie man mit München da auch interagieren kann. Wolfgang, hier deine Show. Ich freue mich drauf. Okay, super. Vielen Dank. Ja, freut mich, dass so viele Leute da sind, dass ich was erzählen kann über die Aktivitäten rund um ja, IoT, aber davor eigentlich die Smart City. Man sieht es schon hier, da sind so ein paar Logos drauf, also oben rechts die Landeshauptstadt. Links ist das Projekt, wo ich ein bisschen was darüber erzähle und da auch das Beispiel bringe von einer städtischen Infrastruktur. Bin ich gespannt, kann ja mal raten lassen, was wir damit meinen. Make Munich, toll, dass ich hier was präsentieren kann, weil wir sind auf der Suche nach innovativen Ideen. Das Ganze ist EU-gefördert und ja, E-Government als Digitalisierung bei der Stadt ist auch mit dabei. Ich wollte es mal einleiten mit dem Thema Smart City. Wer beschäftigt sich denn hier so mit dem Thema Smart City? Ah, doch ein paar, ein paar Hände gehen los, gehen hoch. Die Smart City, das ist so ein Begriff, ich war auf der CeBIT und dann habe ich mir gedacht, okay, ich schaue mal dieses Jahr, letztes Jahr habe ich auch schon geschaut, jetzt müsste eigentlich überall Smart City sein, aber der Begriff wurde inzwischen abgelöst und das heißt jetzt ganz allgemein Digitalisierung. Also uns interessiert alles, wo IT, digitale Daten, Big Data irgendwo ja, in der Umwelt, in der Stadt zum Tragen kommt. Und deswegen ist es ganz schwierig, diesen Begriff Smart City zu definieren. Und jeder macht es so, wie er gerne mag, aus seiner Perspektive heraus, wie er am besten verkaufen kann seine Themen. Aber was immer auftaucht, ist Energie, Mobilität, die Infrastruktur und die Menschen. Weil warum machen wir die Smart City? Die machen wir deswegen, weil wir ja eine schönere Stadt, eine tollere Stadt haben wollen und das treibt uns auch in diesem Projekt um. Und wenn man jetzt diese Smart City hat, dann verknüpft man es gerne mit tollen Themen. Das ist eine Begriff ist eben die Digitalisierung und das andere ist dieses IoT, dieses Internet of Things. Das sind also all diese Sensoren, die überall an der Wand kleben, in irgendwelchen Infrastrukturen mitfahren und Daten liefern und aus denen wollen wir ganz tolle Sachen machen. Und da werde ich jetzt ein bisschen was vorstellen, aber zuerst nochmal das, was in diesem Smarter Together Projekt läuft. Das ist ein Förderprojekt von der EU, ich kann mal sagen Oberliga. Da ist dabei Wien, Lyon, dann so schöne Städte wie Venedig, Santiago de Compostela und Sofia sind sogenannte Follower-Städte, also die machen die Dinge nach, die wir dann so erfinden. Da sind ganz viele Industriepartner dabei, Forschungsinstitute, also kommt später noch eine kleine Folie dazu. Und auch außerhalb von Europa gibt es Städte, die da sich auch mit drum kümmern. So, und wann läuft es? Ja, also es läuft seit letzten Februar, also 2016. Im Februar ging es los. Die ersten 3 Jahre ist jetzt der Aufbau von den ganzen Dingen und dann geht es darum, 2 Jahre lang das Ganze zu prüfen, was wir da aufgebaut haben, also ein Monitoring zu betreiben und auch entsprechend die Ideen weiter zu bringen und möglichst an vielen Städten, auch in der Stadt München, das, was sich bewährt hat, eben zu replizieren, also nochmal aufzubauen. Was ist jetzt hier in München konkret? Also ich habe ja schon gesagt, es ist Lyon und Wien dabei. Alle haben das Thema Energie, Mobilität und diese Infrastruktur, da ist immer IT steckt da mit drinnen
und das Thema Bürgerbeteiligung. Aber jetzt hier in München ist es speziell im Mobilitätsbereich smarte Mobilität. Was steckt dahinter? Vielleicht kennt der eine oder andere die Mobilitätsstation an der Münchner Freiheit, wo man also einen öffentlichen Nahverkehr, dann E-Cars, dann Leihfahrräder und so weiter an einem Standort hat, Informationen kriegen kann. Und sowas soll im Rahmen von dem Projekt an verschiedenen Stellen in München auch noch aufgebaut werden. Wo genau, wo das Projekt abläuft, erzähle ich gleich. Und drumherum um diese Mobilitätsstationen sollen auch neue Dienstleistungen erfunden werden oder ja, etabliert werden, wie zum Beispiel ja, so eine Verteilstation, Verteilbox. Da kann man Lebensmittel reinlegen, ein anderer kann sie wieder rausholen. Auch eine Plattform, wo wir meinen, dass es ganz interessant ist für innovative Ansätze, zum einen dort eben den Lieferverkehr zum Beispiel zu reduzieren und das Ganze auch flexibler zu machen. Wir kennen unsere Ladenschlusszeiten, 20 Uhr, da ist vorbei. Mit so einer Verteilbox kann ich das auch eben um 10 Uhr abholen, wenn ich gerade von der S-Bahn komme. Dann das Thema Energie. Da geht es darum, insgesamt CO2 natürlich zu sparen, Energie zu sparen. Und da geht es um Wohnungssanierungen, Gebäudesanierungen und da soll experimentiert werden. Es geht auch um Energienetze, da dieses Schlagwort Smart Grid spielt da eine Rolle. Aber wofür ich jetzt hier stehe, das ist diese integrierte Infrastruktur. Ich selbst bin IT-Stratege bei der Stadt München und bin in diesem Projekt der sogenannte ICT-Cluster Lead, also Information, Kommunikation und Telefonie. Das ist also in diesem Thema mit dabei. Und begleite das Projekt und ja, schau, dass die Sachen, die wir da erfunden haben, auch umgesetzt werden. Was haben wir erfunden? Bevor wir uns der Dinge widmen, die wir erfunden haben, möchte ich noch ein bisschen was zur Smart City an sich sagen, weil man versucht immer alles mit Technik zu erschlagen. Also wir wissen immer, ja, Technik ist toll, da können wir was erfinden. Aber wir müssen uns eigentlich fragen, warum tun wir das Ganze? Also was sind die Hintergründe? Und das ist jetzt hier so meine Art der Definition von Smart City, worum es eigentlich geht. Also das Wichtige ist, dass wir auf jeden Fall die Lebensqualität erhöhen. Das treibt uns an allen Stellen um. Es soll schöner werden in unserer Stadt. Und wir wollen an der Stelle auch ganz intensiv die Bürger beteiligen. Also wir machen Workshops, wir haben sogenannte Stadtteillabor, wir sind auf Hackathons, auf Barcamps, wo wir immer wieder dieses Thema treiben, neben anderen Themen wie E-Government. Also das ganze Thema Digitalisierung ist wichtig. Dann geht es immer darum, dass wir eben mit unseren erneuerbaren Ressourcen irgendwie schonender umgehen, weil irgendwann sind die aus und dann müssen wir weinen und das wäre schlecht. Daseinsvorsorge heißt, also wir müssen langfristig denken, wir müssen einfach unser Leben hier sicher und optimal gestalten, widerstandsfähig, wir wollen auch transparent sein, also wir wollen das Wissen teilen, wir wollen die Leute einbinden und jetzt hier so eine Messe ist natürlich da super, weil da kommt man an die Community ran, sage ich jetzt einfach mal, man kommt an die kreativen Ideen ran, man hat eigene Ideen, man tauscht sich aus und es ist wirklich immer wieder super, wie das da zusammen funktionieren kann. Und natürlich Wettbewerbsfähigkeit der Stadt wollen wir auch stärken und die Zukunftsfähigkeit der Stadt an sich. Wir wissen, welche Probleme wir da so in München mit dem Riesenwachstum haben. Also an dem müssen wir auch insgesamt arbeiten. Und hier noch eine allgemeinere Definition, dass es einfach darum geht, mit IT-Themen aus meiner Sicht eben bessere Dienste bereitzustellen, die Ressourcen besser zu nutzen und eben weniger Auswirkungen von unseren ganzen Lebensumständen und von unserem Leben auf die Umwelt zu verursachen. Deswegen müssen wir neu denken. Also wir müssen anders denken, als wir es bisher bei der Stadt gemacht haben und dafür steht auch dieses Smarter Together. Und was haben wir da neu gedacht? Nehmen wir mal ein Beispiel für integrierte Infrastruktur in der Stadt. An was kommt man bei der Stadt überall ran? Das sind Lichtmasten. In München stehen 80.000 Lichtmasten und da haben wir auch die Hand drauf. Also sprich, die Stadt kann sagen, was mit diesen Lichtmasten passiert. Und deswegen haben wir uns gedacht in dem Projekt, okay, wir nehmen den Lichtmast sozusagen als den Backbone, die zentrale Infrastruktur, wo wir all diese
tollen Dinge, die dieses Internet of Things uns verspricht, einbringen. Also dort kommen die Sensoren rein. Welche Beispiele wir uns da vorstellen können, kann ich gleich nochmal erzählen. Das ist jetzt nicht das einzige Beispiel, wo wir über Infrastruktur nachdenken. Natürlich sind solche Mobilitätsstationen auch so eine integrierte Infrastruktur. Da sollen 9 Stück aufgebaut werden und es ist auch halt ein größerer Maß Infrastruktur. Hier ist es ein Lichtmast, der WLAN kann. Also unser M-WLAN ist da oben rechts, dieses öffentliche WLAN, was in München auch an verschiedenen Stellen schon zur Verfügung steht. Diese Nasen und Mund und so weiter steht für die Sensorik. Und das ist hier so eine Schemazeichnung, mit was man sich alles beschäftigen muss, wenn man sich mit so einem Lichtmast beschäftigt. Das ist auch ein Modell, das ist, habe ich jetzt nicht mitgebracht. Das ist also ziemlich schwer, das ist 2 Meter groß. Da ist es auch mit drauf. Kann man aber anschauen in unserem Stadtteillabor. Was wollen wir damit machen? Also ausgehend von dieser Infrastruktur. Das sind also Lichtmasten, die sind 10 Meter hoch oder die sind 3 Meter hoch, stehen als 3 Meter hohe Lichtmasten dann in so Grünwegen, also in Parks. Und hier ist es eben ein 10 Meter hoher Mast. Also hier sehen wir nur die unteren 2 Meter. Und der kann eben mehr als die anderen Lichtmasten, die so rumstehen. Wenn man sich mit dem Projekt beschäftigt, dann kriegt man irgendwie einen anderen Bezug zu Lichtmasten. Ja, also man kriegt mal mit, wie unterschiedlich die ausschauen. Also das ist jetzt ein Standardmast. Ja, das ist der Mast, der überall gebaut wird. Und natürlich kann man am Markt ganz viele solche Masten kaufen. Die sind aber ziemlich teuer und anschließend, nur die es aufbauen, können es auch betreiben. Und das ist nicht die Idee von der Stadt, sondern wir wollen eben hier eine offene Plattform auch schaffen. Wir wollen natürlich auch das Thema Beleuchtung sicher gestalten. Also bei der Beleuchtung darf uns keiner reinfummeln. Wir müssen alles immer sauber beleuchten. Das ist Verkehrssicherungspflicht. Aber wir können eben mit dem Lichtmast jetzt mehr machen. Und deswegen bauen wir in den unteren Bereich, das sieht man hier, da kommt das Licht rein. Ja, da kommt kein anderer dran. Da passen wir auf, dass auch niemand unser schönes Licht kaputt macht. Das ist da unten drinnen, geschlossener Bereich. In dem mittleren Bereich, was man hier sieht, da kommt die Kommunikation rein, also dieses Thema Free Wi-Fi oder WLAN als Kommunikationsmedium, kann auch drahtgebunden sein, also in jedem dieser Lichtmasten oder jeden dritten der Lichtmasten geht ein Lichtwellenleiter rein, also da können wir richtig Breitband machen, brauchen wir aber wahrscheinlich nicht, weil so viele Sensoren kann man da gar nicht dran packen. Und in den oberen Bereich, da kann man Dinge einbauen. Also so ein Sensor, wer sich mit Sensoren beschäftigt, die sind also zu klein, sind größer, kann man außen dran bauen, kann man in den Mast reinbauen, aber die brauchen normalerweise immer noch so ein Raspberry Pi oder irgend so ein Computer, der muss mit Strom versorgt werden und der muss irgendwo drinnen sitzen und deswegen sitzt er da in diesem dritten Bereich. Die Bereiche sind ungefähr 40 cm groß, also diese Ausschnitte und 15 cm breit. Gut, wir sammeln diese ganzen Daten, stecken die in eine sogenannte Smart Data Plattform. Also da sammeln wir einfach mal die Daten zusammen und wollen dann eben innovative Lösungen erfinden. Welche da sind, komme ich gleich noch drauf. Und das Ganze soll dann eben auf so einer mobilen Plattform, also wie ein mobilen Endgerät, dann eben als Smart Service bereitgestellt werden. Und das wollen wir noch zusammenbringen mit anderen Themen, wie öffentlicher Nahverkehr, Ausleihen von E-Cars, irgendwelchen Sharing-Modellen. Das ist die linke Seite und dann sonstige Informationen über das, was wir in der Stadt so treiben. Gut. So, jetzt hier so Live-Bilder aus dem Projekt. Das ging also schon ziemlich lang, die ganzen Diskussionen. Und ich wusste nicht, dass man sich mit so einem Lichtmast also wirklich so viel diskutieren kann. Ja, ist ja ein Stück Metall, bauen wir hin, alles gut. So, woran muss man an der Stelle denken? Man muss einfach über die IT-Themen hinausdenken, über das, was man sagt, okay, das ist ein Stück Stahl. Man muss über den Tellerrand hinausdenken und mit den Leuten sprechen, die solche Dinge halt betreuen. Und da kommt man dann drauf, dass man an ganz viele Sachen denken muss. Und das ist jetzt hier nur ein Beispiel für was, wo eine Infrastruktur aufgebaut wird. Aber ich glaube, das passiert überall. Wenn man jetzt irgendwelche Recycling-Container nehmen, das ist auch eine tolle Infrastruktur. Ja? Wenn wir Mülltonnen, wenn wir irgendwie Straßenmarkierungen, Straßenschilder, wenn wir das aufstellen, dann ist es nicht nur, dass wir das hinstellen, sondern wir müssen uns auch beschäftigen mit dem, wie ist es gestaltet. Das ist also eine super lange Diskussion, damit eben nicht jeder Lichtmast in einer anderen Farbe und Form daherkommt und dass das irgendwie zusammenpasst.
Wenn man mal bewusster durch die Straßen geht, kann ich einfach mal anregen, dann spricht man von Stadtmöbeln. Ja, also wenn man diese ganzen Sicherungskästen mal bewusster anschaut, ja, dann steht da ein ganzer Wohnzimmerschrank nebeneinander. In dem einen ist die Post, in dem anderen ist der Strom, in dem nächsten ist die Signalanlage für die Ampel. Also geht mal einfach da ein bisschen bewusster und schaut, was da in der Stadt so alles verfügbar ist. Man muss sich Gedanken machen über rechtliche Rahmenbedingungen. Man muss sich Gedanken machen über den Betrieb. Also das einfach mal so als Rundumschau, dass man über den Tellerrand hinausblickt, wenn man solche Innovationsideen hat. Und was ist denn vorstellbar, wenn man solche Ideen hat? Das ist an der Stelle eben zum Beispiel im Umweltsensorik. Also wir kennen alle die Diskussion um Feinstaub oder Stickoxide. Also sowas hat man natürlich zentrale Stellen, an die man, ja, wo man misst. Also da gibt es eben vom Landesamt für Umwelt gibt es 4 Messstationen in München. Die sind genormt, die messen genau auf 4 Meter, glaube ich. Und diesen Werten traut man absolut. Aber die kosten auch richtig viel Kohle. Und sie sind eben an verschiedenen Stellen nur verteilt und man macht dann Modelle, Hochrechnungen mit Verkehrsaufkommen, Zahlen. Und deswegen sagen wir, dieser Lichtmast, diese Messungen können doch relativ einfach, dann vielleicht mit günstigeren Geräten durchgeführt werden. Und Hava Dava, mit denen arbeiten wir da auch immer wieder in Sessions zusammen. Die werden ja mal zeigen, was da zum Beispiel möglich ist und wie sowas ausschaut. Ob der Sensor natürlich, Karim, die Umwelteinflüsse von minus 40 bis plus 80 Grad, die in so einem Lichtmast stattfinden, aushält, schauen wir mal noch. Ja. Gut, also was kann man noch messen? Man kann Verkehrsfluss messen, den messen wir natürlich auch in den Zählschleifen in der Straße. Aber das ist immer so ein bisschen ja, ein Delta. Also man weiß nicht genau, zählen die ganz richtig. Deswegen wäre es mal eine Möglichkeit, alternative Techniken auszuprobieren. Auch sowas wie Parkplatzsuche oder die Optimierung der Auslastung von E-Ladestationen. Das sind so Ziele, die man hat, weil es nützt da nichts, wenn die Leute dann die E-Ladestationen nicht finden und die immer leer rumstehen. Dann, dass man auch das Wetter mit einbezieht in die sogenannte multimodale Mobilität, also eben bei Regenwetter nicht unbedingt das Fahrrad empfehlen. Auch Ideen rund um Sicherheit oder irgendwas, was mit Gamification zu tun hat, das sind auch Dinge, die uns durchaus interessieren. Deswegen gestalten wir das Ganze offen und haben auch ein Beteiligungsformat für dieses Projekt definiert, wo wir eben solche Lösungen basierend auf den Lichtmasten suchen. Und somit ist es, also diese Infrastruktur, diese Lichtmasten sind ein Beispiel, das ist eine wichtige Basis. 80.000 Lichtmasten können wir aufbauen. Wir werden 60 Lichtmasten im Rahmen des Projekts mal aufbauen. Und ich wollte noch sagen, wo es denn abläuft, wer sich in München auskennt. Das ist das Projektgebiet. Das ist Neuaubing-Westkreuz, also im Westen von München. Das ist, also Germering kommt hier, da kommt dann Pasing irgendwo. Und in diesem Bereich läuft dieses Projekt ab. Und da gibt es dann verschiedene Stellen, wo diese Lichtmasten aufgestellt werden. Also hier die 10-Meter-Masten, Bodenseestraße, Limesstraße und hier oben dann noch in dem Grünzug die 3-Meter-Masten. Und da wird die Infrastruktur wie Strom und Kommunikation eingebaut und dann suchen wir die Ideen. Natürlich, Umweltdaten sind mit Sicherheit interessant. Das werden wir hier dann alles ausrollen bis jetzt in 1,5 Jahren muss das alles stehen und dann schauen wir, was es Tolles macht. Und eben in diese Infrastruktur spielt halt dieses Thema Internet of Things mit rein. Das ist dieses Sammeln von Daten, um damit dann Big Data zu betreiben. Also ich finde den Begriff Smart Data besser, weil uns interessiert nicht einfach nur Daten wild zu sammeln, sondern wir wollen von den Lösungen ausgehen und sagen, okay, für smarte Lösungen brauchen wir auch eine Auswahl von Daten nur. Und deswegen ist mir der Begriff Smart Data da lieber. Und wir machen dann Analyse. Am besten Echtzeitanalysen, eben aber auch Analysen, die uns in der Planung von der Stadtinfrastruktur verbessern. Das Ganze läuft zusammen in der Digitalisierung. Und das ist natürlich die Hoffnung, dass mit dem Smarter Together wir gemeinsam an dieser schöneren, besseren Stadt arbeiten.
Und da kann ich nur passend zu dieser Veranstaltung hier, zu dem Make Munich, sagen, also anfangen, experimentieren, mutig sein. Also mal ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken, mal ein bisschen schräge Ideen haben. Umweltdaten sind nicht nur Stickoxide und Feinstaub, sondern da gibt es auch Windgeschwindigkeit, da gibt es Lärm. Also alles Mögliche kann man sich da überlegen, was mit so einem Lichtmast dann durchaus interessant ist. Man hat adaptive Beleuchtung, also man kann Beleuchtungsstärke verändern. Und von daher sind wir gespannt, was am Schluss alles in diesem Projekt so präsentiert wird. Und vielleicht kann ich es mal wieder hier erzählen, was wir da alles gemacht haben. So, und dann bin ich durch mit meinem Thema hier, Kontaktdaten, gerne auch drüber twittern. Herzlich willkommen für Informationen und jetzt für Fragen. Ja, gibt es denn Fragen direkt aus dem Publikum? Ich komme gleich vorbei. Ja. Inwiefern ist denn geplant, die Smart Data Plattform auch zu öffnen für die Öffentlichkeit? Können wir da mit den Daten was anfangen auch? Oder? Ja, also wir haben bei der Stadt haben wir schon eine Open Data Plattform. Also das ist mal ein Grundprinzip, dass wir eben öffentliche Daten zur Verfügung stellen. Da müssen wir noch nachlegen, das müssen noch mehr werden. Aber genau in dem Projekt ist es auch ein Ziel von der EU, dass man sagt, man will offene Plattformen schaffen. Es wird nicht alle Daten offen geben, aber sowas wie die Verkehrszählungsdaten, die sollen bereitgestellt werden, Umweltdaten sollen bereitgestellt werden. In dem Moment, wo es halt datenschutzrelevant wird, also personenbezogene Daten, da geht nichts. Also personenbezogene Daten, da werden wir aufpassen, dass die nicht rausgehen. Aber ansonsten, das Prinzip ist, dass der größte Teil der Daten auf jeden Fall freigegeben zur Verfügung steht über Standardschnittstellen. Sie haben jetzt nur ganz am Schluss die adaptive Beleuchtung erwähnt. Ist das auch schon in dem Pilotprojekt da dabei? Also genau. Nur wenn jemand in der Nähe ist, dass dann das Licht angeht, ist das richtig? Genau, also adaptive Beleuchtung, da haben wir praktisch jetzt hier in München entsprechende Testbereiche, weil wir, wenn wir von 80.000 Lichtmasten sprechen, dann muss man sich halt genau überlegen, wie man adaptive Beleuchtung bei uns einbringt. Also jetzt hier werden sie als erstes aufgebaut und es wird wirklich auch untersucht, wie viel bringt diese adaptive Beleuchtung wirklich. Weil man muss ja auch investieren in die Infrastruktur und dann muss es sich halt rechnen mit der Energieersparnis. Und hier soll auch adaptive Beleuchtung aufgebaut werden, wie auch hier. Genau. Ist es auch geplant, Solarzellen auf die Lichter Dingen zu haben, also dass das ein bisschen von dieser Energie zurückzukriegen, das man braucht für Raspberry Pi und was noch? Wenn es smart ist, also wenn es kleine Panels sind, dann ist es okay. Ja? Das Problem ist, so ein Lichtmast ist 10 Meter hoch, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen da so eine Solarzelle oben hin und es geht Sturm, ja? Dann im Zweifel fängt er zum Schwingen an und fällt um. Also es gibt bestimmte Rahmenbedingungen und das ist genau dieses, wo ich sage, da muss man mit den Leuten reden, muss dann sagen, okay, die Statik lässt es zu oder nicht zu. Ja? Man könnte sich zum Beispiel überlegen, da oben ist die Lampe dran, auf der Oberseite der Lampe solche Solarzellen drauf zu machen. Ja? Dann kann man ein bisschen Energie zurückgewinnen. Ja? Aber wenn man da irgendwas Schönes findet, ja. Ja, gibt noch Fragen. Wie flexibel ist das Projekt? Weil es gibt so viele Innovationen zum Thema Internet of Things. Also wenn jemand kommt mit einer neuen Idee, kann er einfach zu Ihnen kommen und sagen, okay, ich habe diese gut, beste Idee. Und können Sie das, wie schnell können Sie das implementieren? Gut, komplexe Frage. Also was wir machen wollen, ist eben ein sogenannter Beteiligungswettbewerb. Das ist, im EU-Antrag haben wir Open Call dazu gesagt. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist eine tolle Idee. Dann wie eine Art Ausschreibung, also wir sagen einfach Umweltdaten, da wollen wir hier, das ist der Lichtmast, da kann man Sachen einbauen. Und bringt Ideen und die besten suchen wir raus und dann gibt es auch eine gewisse Förderung noch. Ja. Aber so einfach ist es mit diesen Vergabesachen nicht. Also an dem basteln wir noch, aber das Ziel ist eben, sowas zu publizieren. Also wirklich, da gibt es eine Website, kann man sich das durchlesen und dann muss man sich an sowas beteiligen. Weil es sind halt 60 Masten und wenn wir da jetzt alles Mögliche, jeder, der mit einer Idee kommt, da reinbauen, dann haben wir ein Problem mit dem Betrieb, mit dem Aufbau und so weiter. Also wir wollen es ein bisschen kanalisieren, aber wir wollen kreativ sein.
Von daher gibt es einen Kanal, um sich da zu bewerben. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es noch andere Projekte, die die Stadt München hat, außer den Lichtmasten, die gerade weiter verfolgt werden, zum Beispiel intelligente Ampeln oder sonstige Sensorik, die in den Straßen zu finden ist? Also es gibt ganz viel Sensorik in den Straßen, also eben zum Beispiel Verkehrszählung. Das sind 900 alte Zählstellen und 800 neue Zählstellen, die ein bisschen intelligenter sind. Also solche Projekte gibt es sowieso. Es gibt auch andere EU-Projekte, wo man sich um das Thema Verkehrsfluss kümmert. Und solche Projekte kommen immer wieder und da gibt es halt die verschiedenen Stellen bei uns. Das ist das Kreisverwaltungsreferat oder das Planungsreferat. Also da gibt es immer wieder so Impulse, Innovationswettbewerbe, wo man sich beteiligen kann. Aber da sind wir intensiv eigentlich mit dran. Ja, dann haben wir hier noch eine Frage. Kurze Frage, gibt es auch Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, mit der MVG? Weil ich denke, gerade so Tramhaltestelle, Bushaltestelle, U-Bahn-Stationen, das sind auch typische Infrastrukturpunkte, die sich da auch gut eignen würden, um was zu integrieren. Ja, also ich bin über die Folie da hauptsächlich auf das Neudenken eingegangen. Unten sieht man, welche Firmen da im Endeffekt dabei sind. Ja, und die Stadtwerke München, die sind eben in dem Thema Mobilität federführend da dabei, also die MVG. Aber es ist auch eben die MGS. Das sind alle städtische Töchter. Man muss sehen, die Stadt München hat halt 100 Beteiligungen. Also es ist ein Riesenkonzern eigentlich. Und wir versuchen da eben gemeinsam an dem Thema zu arbeiten. Und die Dienste, die jeder so bereitstellt, zum Beispiel auch die MVG-App, also diese Mobilitäts-, also die Fahrauskunft zu integrieren mit dem, was wir hier so machen. Also es soll auch eine City-App entstehen, wo dann auch Services bereitgestellt werden. Sehr spannend auf jeden Fall. Was war denn in dem Zusammenhang mit den Lichtmasten mit Gamification gemeint? Das klingt so verspielt irgendwie. Ja, hat jemand eine Idee? Nee, also ich kenne es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Firma hier mal auf der Make Munich auch war, könnte ich mir vorstellen. Die haben was mit Licht, mit Ampeln gemacht. Und zwar haben die einen Ping-Pong, also man kennt dieses Blocks von der Computeruhrzeit, also wo man so einen kleinen Ball hin und her schiebt zwischen zwei so Pedals, die man, ja. Und das haben die gemacht auf die eine Seite von der Straße und auf die andere Seite von der Straße. Also konnten die gegenüberliegend miteinander dieses Blocks spielen. Oder nicht das Blocks, sondern dieses Ping-Pong, ja. Und eben nur, wenn halt rot war und wenn es grün war, dann war das Game Over und dann konnte man über die Straße gehen und die haben erzählt, dass sie 80% der sogenannten Rotläufer damit wegbringen. Und ja, ich glaube das denen auch. Und das ist ein cooles Teil. Die haben wir bei unseren Open Government Tagen mal da gehabt als Demo. Und das macht wirklich Spaß. Und an sowas könnte man denken. Gut, vielleicht ein Wettlauf. Ich buche mich vorne in den Lichtmast ein und dann laufe ich 500 Meter die Limestraße entlang und ich war heute der Schnellste. Ich weiß es nicht. Ist ein Gesundheitsding vielleicht. Wunderbar. Ja, zum Thema Gamification fällt mir natürlich auch noch als Münchner direkt ein. Gab ja letztes Jahr den Riesentrend rund um das Pokémon Go. Vielleicht kann man da ja auch noch irgendwas im Thema Gamification am Bordeauxplatz dann auch regeln. Ganz generell noch eine Idee, was ich hinten gesehen habe, gerade bei den Biohackern, weil du ja gesagt hast, ja, ist nicht nur jetzt die Temperatur messen und vielleicht den allgemeinen Lärm, sondern vielleicht auch noch, die da hinten können messen, ob es eine Virusinfektion oder eine bakterielle Infektion ist. Keine Ahnung, irgendwelche Belastungen mit sonstigen Bakterien. Wie viele Leute husten an der Ampel? Super. Gut, wir kommen jetzt auch relativ bald zum nächsten Thema, wo es natürlich auch gleich dann um Feinstaub geht. Karin wird euch da gleich noch was vorstellen, deswegen muss ich jetzt leider an dieser Stelle unterbrechen. Danke. Die Kontaktdaten waren...